schönen guten Morgen. Ich mache heute mal mit euch eine Morgenroutine. Und zwar nehme ich euch mal mit, bis meine liebe Frau zur Arbeit geht. So zeige ich euch mal meinen Morgenrhythmus. Ja, das erste ist mal, ich muss erstmal ins Bad. Die Dinger, die sind schon sauber. Ich wollte euch das nicht antun, ohne meine Zähne mit euch zu quatschen. So, dann werden wir mal langsam ins Bad gehen. Ich muss erstmal Licht anpusten. Nee, anmachen. Nicht pusten. Pusten ist ja aus. Total durcheinander. Ach so, ich wollte euch mal zeigen, wie spät das ist. Wie spät haben wir das denn? Muss ich mal kicken. So, langsam rumdrehen. So, nun sieht er, wie spät das ist. Nun sieht das ja. Ich bin natürlich wach schon eine halbe Stunde. Aber ist okay. So, dann nehme ich euch mal mit ins Bad. Dann werden wir hier Licht anmachen. Klack, jetzt sieht er, wie hell das ist. Das, was da sieht, das ist mein Schlaf-T-Shirt. Ich schlafe nicht mit einem freien Oberkörper, das ist mein Schlaf-T-Shirt. Mein sogenanntes Nachthemd. So, na gut, dann werden wir mal loslegen. Jetzt sehe ich erstmal schnell duschen. Ich weiß nicht, ob ihr da mitkommen wollt. Bestimmt nicht, wa? Mein exoten Körper müsst ihr nicht unbedingt sehen immer. Mein durchtrainierten Körper. So. So. Rasiert sind wir. Geduscht sind wir. Jetzt geht's weiter. Werde ich euch mit in die Küche gehen. Da wartet ja auch noch Arbeit auf mich. So, ab in die Küche. Ist weg. Wie ihr seht, das ist abends, mache ich das immer. Das ist zur Vorbereitung Susis Essen frühmorgens. Ihr Porridge, oder wie das heißt. Ja, das muss ich dann, mache ich dann frühmorgens. Da ist schon ihr Wasser drinnen. Da sind schon die Haferflocken und da in den Kühlschrank kommt nachher der Rest raus. So, ab in den gehbaren Wirtschaftsschrank. Oh, es ist sehr dunkel hier. Ne? Klack! Und schon das Licht an. Da nehmen wir jetzt die Filter, die Kaffeefilter. Die kommen mit und der werde ich schnell frischig machen. Achso, inzwischen werde ich erstmal Wasser aufsetzen. Und wie ihr seht, ich nehme immer gefüllt das jetzt. Wasser. Das ist nicht so kalkig und da mache ich immer mit immer Kaffee. Jetzt geht's los. So, Filtertüten. Die wollt ihr ja auch. Brauchen wir ja auch. Oh, viel. Viele. Das will hier reichen. So.
Hier brauchen wir nicht mehr rein. Kann aus. Ich werde euch das mal auf Stativ machen. So, mehr Wasser. Kocht schon. Ja, ich brauche Wasser wieder nachfüllen. Ja, das ist so mein Morgenrhythmus. Bad, Küche, zum Schluss Wohnzimmer. Meine Tabletten habe ich auch schon genommen. Manchmal mache ich ja auch abends, bereite ich das alles vor, die Tassen und das Wasser alles so, dass ich den morgen bloß noch anschalten kann und inzwischen gehe ich dann ins Bad. Heute habe ich das mal umgedreht gemacht, weil ich wusste, ob ich noch Zeit. So, schnell die Tassen raus. Wie das aussieht. Dann machen wir etwas über eine Handvoll Heidelbeeren. Ja, das ist so, wie gesagt, mein Morgenrhythmus. Mir fällt gerade was ein. Hab ja noch Zeit. Stellen. Ach, ich vergesse doch alles, ey. Also nein. So. Das ist der Kalender.
Bänder schneller gemacht. Dann bin ich wieder auf dem aktuellen Tag. Zwischenweg für mich Obert machen. Ich muss Obert essen. Wir essen ja mal zusammen. Frühstück. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Kocht noch nicht. Meine liebe Frau ist schon im Bad. Naja, das ist ja auch Sechse. Habe ich eben die Badtür gehört. Zu und aha, ist im Bad. Ich mache ein bisschen Marmelade drauf immer. Aprikosen. Eine Stulle mit Aprikosen, eine Stulle mit Pflaumenmus.
jetzt Musik an. Aber durch den machen wir heute mal keine Musik an. Dann warte mal, bis das Wander kommt. Jetzt will ich erstmal die Eier machen und dann mache ich den Kaffee fertig. Weil ich nämlich noch Kaffee machen muss. Und dann wird das drin gebracht und dann umgeführt. Teller, ihr Essen, ihr schönes Frühstück. Ja, aber das ist dann euer frühmorgens euer Rhythmus. Muss ja mal mit dem Hund eine Runde drehen. Mach ich auch jeden Morgen. Brauch ich. Wer früh aufsteht, schafft sehr viel am Tag. Merkt euch das. Nicht mit den Händen bis in den Puppen liegen. Nein, wer früh aufsteht, der schafft viel mehr am Tag. Und sagt dann, Mann, der Tag war gut, der Tag allein geschafft. Wenn er ja den Schrank ein bisschen weitermachen und ausrichten, dauert ja auch, bis er erstmal zur Ruhe kommt, da die Tür noch ein bisschen ausrichten und dann ist auch fertig. Das mache ich aber nachher jetzt noch nicht. Oh, aber noch Zeit. Warm ist wieder. Und, was hieß das? Regnet, wa? Die Wetter sollte kommen. Nichts. Nichts. War vorhin draußen auf dem Balkon. Dachte ich, naja, kamen ja ein paar Tropfen runter. Dachte ich, naja, jetzt kommt's, wa? Denkst du, Pumpe? Der Decke hier von Kira. Da machen wir mal auf. Kommt immer auf die ihre Büchse auf, was sind das? Tagesbüchse. Der ist noch nicht mal voll geworden mit Wasser von draußen. So hat es geregnet. Richtig, weiß ich. Meine liebe Frau, ihr Frühstück machen. Umfüllen. Das liebt sie ja. So, weg schnell Wasser. Anmachen für Kaffee. So, dann werden wir uns erst wieder drüben wahrscheinlich wiedersehen. Mach jetzt die Kaffee fertig und dann können wir langsam anfangen mit dem Frühstück. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt alle verstehen, weil ich hier bei offenem Fenster sitze. Weil ihr wisst es ja, bei mir ist halt Licht hinten weg, deshalb muss ich mich kurz vor das Fenster setzen, damit ich gescheit sehe. So, es fängt jetzt an zu regnen. Finde ich natürlich ganz pralle, ne? Nicht. So, klar, Moment. So, hier schnell ein bisschen
Farbe, ne, ranzaubern. Und der Uwe, der hat ja schon wieder so schön den Tisch gedeckt und alles vorbereitet. Vielen Dank, mein Schatz. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Aber er hat bitte gesagt. So, mehr wird es hier heute nicht, wenn es regnet und ich auf dem Rad unterwegs bin und mich hier, ne, dann halt überall zu sitzen. Nur nicht mehr da, wo ich es mir aufgetragen habe. Deshalb belasse ich das heute wieder mal bei den Augenbrauen. Und ich hoffe, ihr könnt mich echt verstehen. Ne? Muss mich beeilen, weil mein Kaffee kalt wird. Ein schönes Frühstück. Und mein schönes Frühstück, genau. So, Leute, so sieht bei uns eine reale Morgenroutine aus. Also wahrscheinlich wie bei jedem anderen auch. Hoffe ich. Naja, die sind ungleich geworden, aber auch damit bin ich fein. So, und dann muss ich hier auch noch was machen. Nee, so. Der chippt ab, ne? Und nicht von schlechten Eltern. Der Essilack. So. Ja, ins Badezimmer wollte ich euch halt auch nicht mitnehmen. Hat der Uwe, glaube ich, auch nicht gemacht, weil da wisst ihr ja alle, wie sowas abläuft. So, so kann ich da ja nicht aufschlagen. Wie sieht denn das aus? Ne? Eigentlich wollte ich das gestern schon gemacht haben, aber das war mir zu warm. Heute Morgen geht's, oder? Ja. Es wird laut. Ich werde das jetzt hier fertig machen, weil das jetzt hier am Fenster laut wird. Und wir sehen uns gleich am Tisch wieder. So, wir sitzen jetzt hier auf der Couch und haben unser Frühstück. Uwe, weiß nicht, hast du schon auch was gezeigt? Also ich hab meine Stollen gemacht, das habe ich alle gezeigt. Ja, ich esse ja jeden Morgen eigentlich so gut wie jeden. Ja. Das Porridge, aber natürlich ohne Milch, sondern mit Wasser. Ja. Nicht mit kaltem. Nein, kochender Wasser habe ich alles geteilt. Ja. Da war alles gemacht. Ja. Oh Leute, und ich freue mich gerade, dass es so ein bisschen abgekühlt ist. Ne? Das ist ja. So, da fängt der Morgen wirklich ein bisschen besser an. Aber dass es jetzt regnet, finde ich doof. Schatz, du bist irgendwie so. So? Ja, genau. Ich muss jetzt natürlich noch meine Medizin nehmen, meine Tablette. Und ich muss meine Stunde nehmen. Ja. Das gehört ja zur Morgenroutine dazu. Eigentlich hätte ich euch auch gerne im Badezimmer mitgenommen. Aber das ging nicht, ne? Ging einfach nicht. Bloß was habt ihr da verpasst? Wie ich mir mal gewaschen habe, wie ich mir die Zähne geputzt habe, wie ich meine Pflege aufgetragen habe. Meine Pflege, die kennt ihr alle. Wenn aber da Interesse dran besteht, nochmal so eine Pflegeroutine abzudrehen, also, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich das ja nochmal. So eine Sommerpflegeroutine zum Beispiel. Nicht? Die sieht ja im Winter schon ein bisschen anders aus. Der Uwe wäre da rucki zucki fertig. Ne? Ja. Seine Haut kommt nur Wasser und Wasser.
Also ich habe so oft schon versucht, den Uwe ein bisschen an Pflegeprodukte ranzubringen. Aber bei Cremes, schwierig. Und Männer müssen auch sich eincremen. Ja, Männer müssen auch Masken machen. Das machst du ja schon. Ja? Na, ich habe schon etwas erledigt. Ich trinke immer so ein ganzes Glas Wasser morgens, also vorm Frühstück. Verbinde ich halt direkt mit der Tablette. Dann ist der Magen einfach schon mal gefüllt. Hier, die Kira ist da auch. Nicht, dass ihr glaubt, die haben wir verkauft. So scheint's ja, ne? So. Leckeren Kaffee. Kann ich jetzt auch mal ein Schlückchen nehmen? Schwarz, ne, Leute? Da muss ich gar nichts zu sagen, oder? Also von der Kondensmilch kommt die Büffelhüfte nicht bei mir, ne? Nein. Ja. Meine Nägel hat jetzt auch schnell ablackiert. Ja, das ging ja nicht, so kannst du ja nicht. Am Tisch sitzen, das geht nicht. So, jetzt kommt natürlich das Leckerste vom Leckersten. Nicht? Stulle. Also das Leckerste hier dran sind die Heidelbeeren. Aber tut gut, ne? Tut ja noch so. Hast du toll gemacht jetzt, dankeschön. Bitte. Oh, willst du einen Blaubeerkuss haben, ja? Ja. Ja, was steht heute an? Arbeiten? Ja, berufstätig sein. Und wir sehen uns also erst wieder, wenn ich Feierabend habe. Und ein bisschen die Kühle jetzt genießen. Also die letzten zwei Tage, die waren schon heftig, muss ich mal sagen. Wir haben es jetzt gerade, aber schon 18 Grad. Ne? Hm. Aber im Moment fühlt sich wirklich an, einfach 20 Grad weniger als gestern Abend. Ja, ja. Das ist schon krass. Also für mich angenehm. Also hier hat sich eine Packstation angekündigt. Heute. Die wird heute wohl voraussichtlich kommen. Ja gut, ob wir da im Regen fahren oder beziehungsweise der Uwe würde das ja machen, weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dass wir sie dann eventuell morgen holen, die Packstation. Oder? Hier, ich bin irgendwie noch nicht so richtig drin. Ne? Ich finde immer, das sieht so aus, denn jetzt ist gut. Ja. Ja, also, da freut mich, aber kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, weil sich zwei oder drei Leute angekündigt haben und jetzt weiß ich natürlich nicht, wer ist das. Ja. Viele angekündigt. Nein, aber zwei oder drei Leute haben sich angekündigt, die was checken wollten. Mhm. Ich checke morgens auch immer noch hier mein Handy. Ich habe eine Sprachnachricht, die kann ich jetzt natürlich nicht abhören, weil gibt da so was wie ein Postgeheimnis. Stories gucken mir dann morgens an, jetzt hier von der lieben Mira. Da Herzen wartet mal. Ja, ein leckeres Eis. Und das auf dem Frühmorgen. Was? Frau mit Wasserpistole die Nase gebrochen. Wieder Tumult mit 250 Badegästen im Berliner Freibad. Also hier erlebst du immer was, Leute, ne? Das ist halt schon ein Grund, warum ich ins Freibad gehe. Wo denn? Pankow, ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist noch ein Freibad. Das Bad wurde geschlossen am Ende. Steht jetzt gerade nicht da, wo? Doch in Neukölln, natürlich. Mhm. Kolumbusbad. Also haben wir da nicht erst letztens drüber gesprochen, dass Herr Uwe und ich auf gar keinen Fall nach Neukölln ziehen wollen? Jetzt wisst ihr warum. Ja, ja, also da gucke ich halt immer noch nach. Das gehört zu meiner Morgenroutine. Und dann natürlich auch bei YouTube. Was ihr wieder lieb kommentiert habt und ich sehe schon wieder ganz viele Herzchen.
Ah, Kellertreffchen, liebe Grüße an euch zurück und drei Herzchen. Danke, liebes Kellertreffchen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Ah, Brigitte! Nein, ich nehme das nicht böse und ich habe bestimmt auch nicht den Wedding als Ghetto bezeichnet, weil ich ja eine Weddinger Göre bin. Ja? Da bin ich zur Welt gekommen, in Wedding. Aber es gibt halt so Ecken, wo ich nicht leben möchte. Und da gehört einfach der Wedding dazu. Ganz einfach, weil es mir viel zu innerstädtisch ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich möchte, der Grund, warum ich nicht in Mitte zum Beispiel leben möchte, ist, weil mir das zu voll betoniert ist. Das ist der Grund. Guck mal, können wir das direkt hier mal abklären. Und dazu gehört der Wedding auch. Der Wedding ist zwar ein bisschen grüner als Mitte zum Beispiel. Und in Mitte hast du zwar auch schön die Spree, aber das, was nutzt das in den Kanal? Kannst ja eh nicht springen. Das ist ja, das machst du aber nicht so oft. Nee. Und hier, wo ich jetzt halt in Reinickendorf am Randbezirk lebe, Nähe Frohnau und Heiligensee und so was, da ist einfach viel Wald und viel Wasser und viel Grün und das ist der Grund. Ja, also. Und viel Ruhe. Das hast du jetzt falsch interpretiert, also von daher. Ja. Nein, Wedding ist schon in Ordnung. Hm. Naja, das machen wir halt noch. Aber Leute, ich muss jetzt hier gucken, was das für eine Portion ist. Und ganz ehrlich, ne, die wird immer mehr im Mund. Und ja, die brauche ich morgen nicht so viel machen. Doch. Und die, du musst ja ein bisschen ausreichen, bis ja. Ich wieder nach Hause komme. Aber die werden wir schnell jetzt ohne euch essen. Seid ihr einverstanden? So, ihr schnuckelt. Ich muss ja jetzt in die Küche. Was willst du denn? Ja, meine 7 Sachen packen und das Haus verlassen. Stopp, gut, und ihr sagt, oh, mitnehmen. Mm. Ja, also Outfit of the Day kann ich euch auch zeigen. Nichts Besonderes. Mein T-Shirt, Hose. Keine Ahnung, ob man was sieht. Ich hab nichts gesehen. Ob ihr was gesehen habt. Ja, auf jeden Fall, ich muss ja noch mein Getränk mitnehmen. Ach, der Uwe. Naja. Also, Trinki Trinki. Ah. Und Schluckspecht. Altbestände. Die müssen jetzt mal leer gemacht werden. Oh, hast du ja was Rotes da? Ist das Blut? Nee, das ist Heidelbeertee. Ah. Ungesüßter Heidelbeertee. Aha. Sehr lecker. Ach ja, was ist denn das? Eierschatz? Ei. Supporten. Was? Na, ist doch so. Ich war doch die Werbung. Fairporten. Ach, Fairporten. Ach, ist ja. Sind die jetzt für mich? Nein, die sind für Kira. Und ihre Hunde, die ja, alle noch kann mitkommen. Die kann ich ja nicht so mitnehmen, Uwe. Die gehen ja hier drin kaputt. Dann musst du sie vorher essen. So, hier sind jetzt die Eier drin. Die nehme ich mit. Da freue ich mich auch sehr. Ja, seitdem ich Eier vertrage, ne? Die Löffel mitnehmen? Nein. Ich möchte auch keinen Eierbecher. Da passt ja dann hin. Ja, seitdem ich Eier vertrage, genieße ich, die wieder essen zu können. So, die Kira liegt hier auch schon wieder auf der Bank. Und hat Hoffnung, dass sie mit mir mitkommt. Aber nein, die muss ja hier bleiben. Ne? Freut sich jetzt immer alleine. So Leute, 7.43 Uhr. Ich muss das Haus verlassen. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kira. Passt auf euch auf. Bis nachher. Bis dann. Ich bleib euch treu. Macht's gut. Lieb dich. Fahr vorsichtig. Du bist hier schon. Das war's. Fräulein ist weg. Jetzt machen wir erstmal eine Pause.
Thank you.